Ja, hallo meine Puddings, also den heutigen Beitrag für meine Buchwoche musste ich jetzt zum dritten Mal anfangen, weil wir zwei Katzen haben und Becky immer der Meinung ist, sie müsste im Hintergrund knatschen, als ob man ihr bei lebendigem Leib die Nieren entfernt. Das ist nicht so, der Katze geht es gut, solltet ihr also im Hintergrund was hören, nicht den Tierschutz anrufen. So, Rufus hingegen sitzt tatsächlich einfach neben mir auf dem Sessel und guckt mich an beim Arbeiten und denkt sich, ich weiß auch nicht, was der Typ da macht. Egal. Also ihr seht, heute geht es mal wieder um was sehr Ungewöhnliches. Illustrierter Hauptkatalog 1912, August Stukenbrock, Einbeek. Ein Versandkatalog. Ich habe den gekauft für 10 Euro, glaube ich, waren es, bei einem Trödelmarkt in München vor einem halben Jahr. Na, im Sommer, im Hochsommer war es jetzt. Und habe erst gedacht, wow, der ist aber unfassbar gut erhalten. Habe dann aber festgestellt beim Aufschlagen, das ist ein Nachdruck von 1973. Das ist auch ganz gut so, denn dadurch ist er nicht nur gut erhalten, sondern es gibt auch vorne drin noch eine Einleitung, die erklärt, was das für ein Versandhaus war und dass die über 600.000 ständige Kunden hatten und dass die dann 1931 pleite gegangen sind. Und was macht jetzt so ein Katalog für euch interessant? Oder erstmal natürlich für mich, aber wie ich finde eben auch für euch. Das ist die Tatsache, dass das ist quasi das analoge Amazon der Kaiserzeit. Das ist ein Versandhauskatalog, in dem man wirklich alles bestellen konnte. Fahrräder, Waffen, Kleidung, Gartenzeug, Postkarten, Spielzeug. Es gab nichts, was August Stukenbrock nicht angeboten hat für den Versand. Und ich finde sowohl die Machart als auch die Produktpalette super spannend. Und darum wollte ich euch das mal zeigen. Also man sieht das hier vorne schon. Nämlich, das fängt damit an, dass diese Produkte alle der Notwendigkeit halber, da geht es um die Qualität des Drucks, Stiche waren. Also es war nicht mit Bleistift gezeichnet, es war auch nicht fotografiert, sondern es sind Stiche. Das kommt, führt zu dieser unfassbaren Präzision. Es mögen mich da auch Leser, die sich da besser mit auskennen, technisch nochmal korrigieren, wie diese Technik genau heißt. Das führt zu einer ungeheuren Detailgenauigkeit dieser Zeichnungen, die einfach bei Fotos in der damaligen Qualität gar nicht möglich gewesen wäre, dass man sich das so wirklich exakt angucken kann. Man sieht auch hier diese Detailgenauigkeit dieser Lampen. Der Teutonia Acetylengaslaterne ist wirklich extrem hoch. Das ist eine Lust, sich das anzugucken. Die Texte sind extrem klein geschrieben, aber auch da unheimlich präzise gedruckt. Dieser ganze Katalog hat über 230 Seiten und man sieht, der ist einfach toll anzusehen. Und was für mich wahnsinnig spannend ist und was den auch als Lektüre interessant macht, ist nicht die Sache, dass es viel davon heute so nicht mehr gibt. Zum Beispiel, man kauft heute Calciumcarbid nicht einfach so für seine Lampen. Also man kauft ja auch heute diese Öllaternen und Kerzenlaternen nicht mehr. Und man kauft auch für seinen Wagen sicherlich keine externe Laterne mehr. Aber unfassbar ist, wie viel sich fast gar nicht verändert hat. Und damit meine ich, dass unfassbar viele Produkte damals schon ihren praktischen Endstatus erreicht hatten. Sie waren so, wie sie perfekt waren in der Form und sie haben sich seitdem praktisch nicht mehr verändert. Und wir reden von über 100 Jahren. Das fängt ja schon an damit hier mit Sicherheit Sturmzündhölzern. Das ist eine Streichholzschachtel, wie es sie heute noch gibt. Das sind Streichhölzer, wie es sie heute noch gibt. Die Brennerzange sowieso, klar, Werkzeuge. Dann hier Pneumatik, das sind Fahrradreifen. Wir kommen nämlich gleich noch zu den Fahrrädern. Das ist auch nicht letzten Endes viel anders als heute. Man hat sicherlich heute, das Profil ist heute etwas fortschrittlicher. Luftschläuche, Fahrradpumpen, auch die hier, eine Wasserpumpe ist. Aber da hat sich nicht viel verändert. Aber hier, da haben wir es. Zum Beispiel die Teleskop-Luftpumpen. Die sehen heute nicht anders aus. Die Fußluftpumpen, das hat sich nicht groß geändert. Diese Fahrradglocke könntet ihr in jedem besseren Fahrradgeschäft auch heute noch so kaufen. Oder die Doppelton-Trillerglocke Teutonia zum Beispiel. Also das sind Dinge, die haben sich kaum verändert. Und wir sehen das auch gleich hier, auch die Sattel. Man bevorzugt natürlich heute jetzt etwas schmalere Sattel. Aber im Grunde genommen, auch hier die Lenker, sind das alles Dinge, die in 100 Jahren keine nennenswerte Veränderung erfahren haben. Rucksäcke hat man heute in der Form etwas anders. Man hat gepolsterte Riemen. Aber im Grunde genommen ist diese Funktion und ist die Machart die gleiche geblieben. Das geht aber noch weiter. Hier, Türschlösser. Solche Türschlösser, ich meine, jetzt, man hat heute nicht mehr diese simplen Bartschlüssel, aber das Aussehen, die Funktion, die Mechanik ist exakt die gleiche geblieben. Gehen wir nochmal weiter durch. Während man zum Beispiel wiederum Gamaschen und Hosenstulpen ja heute praktisch gar nicht mehr trägt. Das ist etwas, das war der Zeit geschuldet, wo dann auch die Hosen
gen Boden sehr schnell mal dreckig wurden, weil die Straßen halt nicht geteert waren oder weil man auch noch viel im Wald unterwegs war. Da gab es dann entsprechend, da musste man auch, wenn man ausgeritten ist zum Beispiel, und dann hat man sowas getragen, auch hier Wickelgamaschen, das kennt man heute sicherlich nicht mehr. Auch zum Beispiel die Capes, die man damals getragen hat als Herr, war so sicherlich auch nicht üblich. Aber hier sind wir auch wieder dabei, Nagelsets, Toilettensets. Hier, klein, aufklappbar, mit Kamm, mit Nagelschere, all das kann man heute in jedem Kaufhaus immer noch so kaufen. Nagelscheren, Scheren für Nagelhaut, hat sich exakt nicht verändert. Ich finde das unfassbar faszinierend. Vielleicht bin ich da auch einfach sehr ungewöhnlich, dass ihr jetzt sagt, mein Gott, wen schert denn sowas? Ich finde das ganz toll. Ich finde den direkten Vergleich toll. Herrenbrieftaschen. Natürlich gibt es immer wieder Modelle, wo man sagt, ja, das würde man heute so sicherlich nicht mehr machen. Aber das ist nicht anders als die Herrenlederbrieftaschen, die man auch im Supermarkt bekommt. Oder hier für die Damengeldbörsen, die Portemonnaies. Taschenlampen, damals natürlich noch teilweise anders betrieben, aber hier schon im sehr modernen Look. Natürlich heute erheblich kleiner, kompakter, keine Frage. Hier haben wir Ferngläser. Und anders als heute sehen die Dinge eigentlich primär dann aus, wenn es um Sachen geht, die halt sehr stark designt wurden, wo nicht rein die Form der Funktion folgte, sondern wo man gesagt hat, okay, das darf auch noch was aussehen. Wir sehen das gleich bei Wanduhren zum Beispiel. Oder natürlich auch hier das Design dieser Postkartenalben. Das ist natürlich ganz stark auch dem Jugendstil verpflichtet, 1912 schon. Das ist auch hier natürlich die Postkartenmotive. Da wird dann auch tatsächlich mal wieder, Entschuldigung, werden auch Fotografien verwendet. Und da sieht man auch gleich, das ist nicht so gut sichtbar wie bei den Stichen. Wringmaschinen und Waschmaschinen, sowas gibt es natürlich heute auch nicht mehr, da hat sich die Technik fortentwickelt. Und hier haben wir ein Beispiel, diese Wagen zum Beispiel, die gibt es heute eigentlich auch noch ziemlich exakt so. Also mechanische Wagen kann man auch heute noch so kaufen, nur meistens sehen die nicht mehr so aus, weil die nicht mehr so tüdelig, mit nicht mehr so viel Details gemacht werden. Die sehen dann eher schon mal wieder so aus, wie hier die Wirtschaftswaage. Kostete damals übrigens 3,85 Mark, das nur am Rande. Ein Wolf fürs Hackfleisch. Spielzeuge, ja gut, hier das Angebot an Heimcomputern ist begrenzt. Sie haben noch nicht mal die PS1 drin. Ist ein bisschen schade, keine Big Jim Puppen, keine Barbies. Aber auch da wieder natürlich die grundlegenden Sachen. Hier Puppenküchen, Gummibälle, Schaukelpferde. Besonders trollig finde ich Zungenbälle. Sind sehr beliebt und bereiten den Kindern viel Vergnügen. Sobald der Ball gedrückt wird, fliegt die Zunge raus. Ich meine, entschuldige mal, ja. Was ist dagegen schon Lara Croft und Tomb Raider? Ja, damals Tennis hieß damals, das war noch relativ frisch aus England, Lawn Tennis. Und da gibt es dann auch schon die entsprechenden Schläger für, da gibt es dann die entsprechenden Netze, kann man das alles schon kaufen, Tennisbälle, Aquarien. Im Prinzip hier, das Aquarium ist letzten Endes nicht anders als heute, kostete damals allerdings auch nur 6 Mark. Die, natürlich, der Davoser Schlitten, ich habe mal eine Reportage über Schlitten gemacht, sieht heute noch exakt so aus. Es gab damals auch schon, finde ich ganz faszinierend, Bobs, die man lenken konnte, also die tatsächlich hier Steuerräder hatten und Stuhlschlitten. Und da möchte ich ja sagen, also das ist sicherlich was für über eine glatte Fläche geschoben werden, aber ich denke mal, das ist nichts für einen Bergunter. Ne? Da denke ich so der Kippwinkel ein bisschen gefährlich. Bei den Taschenuhren, die sehen heute auch noch so aus, wenngleich man heute natürlich relativ wenig Taschenuhren trägt. Und das war das, was ich eben meinte, also diese Sorte Uhren, da ging es halt um die Verzierung, da ging es um die Form. Das hat man so heute sicherlich nicht mehr. Freischwingeruhren, das hängt vielleicht noch bei der Oma im Wohnzimmer. Aber man sieht auch hier schon die moderneren Varianten, die damals schon entwickelt wurden, die dann schon näher dem kommen, was wir kennen, auch hier. Ja, hier hochmoderne, vornehme Salonuhren, meine Damen und Herren. Und im Vergleich dazu, die Schwarzwälder Kuckucksuhr, die sieht ja letzten Endes heute auch noch so aus. Das hat ja dann bei denen Tradition. Und das sieht man auch hier wieder. Natürlich sind viele von denen total vertüddelt. Aber wiederum gibt es dann auch schon relativ modernes Verstehen. Die Schlafzimmeruhr mit so wechselnden Blättern. Oder dann auch welche, die vom Design her sehr klar und sehr einfach sind. Die passen da dann schon besser rein. Ich habe so einen Wecker auch noch, den habe ich in den 90ern gekauft und zwar auch zum Aufziehen. Schauen wir mal weiter, was hier noch so gibt. Ja, Manschetten hat sich nicht verändert, Ringe, warum sollten sie sich verändern? Broschen, Colliers, fein versilberte Metallwaren, Bierkrüge, ein Aschenbecher in Form eines kaiserlichen Soldaten. Ist es nicht bezaubernd?
Likörflaschen, Biergläser. Hier, der klassische Bierseidel, wie es ihn auch heute noch gibt. Nun gut, ich gebe zu, meine Stereoanlage sieht anders aus. Astephon-Sprechmaschinen. Wobei das Sprechmaschinen, dann ist das wohl tatsächlich worauf man was aufnehmen kann. Nee, das ist tatsächlich, wenn ich das hier richtig sehe, nein, das ist schon eine Art Grammophon. Und hier kann man dann Ersatznadeln für die Grammophone kaufen und alle Ersatzteile. Auch das fällt übrigens auf, wenn man sich mit diesem Buch etwas genauer beschäftigt. Fast alle Geräte damals waren dafür gebaut, dass sie auch reparabel waren. Dass man leicht die Teile austauschen konnte und dass man fast jedes Teil auch im Katalog schon nachordern konnte. Ja, und dann kommen hier Schallplatten. Entzückend übrigens. Also hier unterteilt in Märsche, was wurde damals gesagt, Charakterstücke mit Märschen, Streichorchester, Walzer, Ländler, verschiedene Tänze, Instrumentalsoli, Volkssänger, Erinnerungen an Alt-Wien, Trinkmanor Flascherl, Schrammelquartette, was immer Schrammelquartette gewesen sein möchten. Also gibt es da komische Vorträge, Couplets, da drüben an der Ecke, wenn der Spargel wachsen tut, der lustige Fechtbruder, also da gab es dann auch Comedy-Platten im Stile von, ich sag mal, vielleicht Otto oder sowas. Die Völkerschlacht bei Leipzig, großes militärisches Tongemälde. Wie gesagt, ich möchte nicht unterstellen, dass ich der Einzige bin, der das zählt. Ich hoffe, es interessiert ein paar von euch auch. Ich finde es sensationell. Ich kam auch nicht umhin, meiner Frau da ständig Sachen drin zu zeigen, weit über das Maß hinaus, an dem sie daran interessiert war. Schlagstreichen, Konzertzittern. Ja gut, die E-Gitarre à la Jimi Hendrix war damals noch nicht so. Aber ich meine, die Mundharmonikas, Harmonikas, Handharmonikas, Quetschkommoden, hier, das ist. Ich lasse das extra mal im Bild für meinen Leser Dietmar, der Akkordeonlehrer ist unter anderem. Ich meine, das sind ja hier echte Prachtstücke, darum kosten die dann auch gerne mal 37 Mark, was nach damaliger Betrachtung ein unheimliches Geld war. Aber dann sieht man schon wieder den Sprung, dann kommt hier eine klassische, heute klassische Konzertgitarre und die sieht nicht anders aus als die Klampfe, mit der heute wahrscheinlich noch, wen nehmen wir, Reinhard May auf der Bühne sitzt. Also das, ich bin wieder baff, dass sich das so wenig verändert hat, dass offensichtlich die Dinge damals in Form und Funktion oft schon einen Status erreicht haben, an dem sie ihre Weiterentwicklung beendet hat. Also auch hier die Gewehre, mein Schwiegervater ist ja Jäger, hier viele der Pistolen, hier Hammerless-Revolver, die sehen noch sehr, sehr obskur aus. Aber schaut man sich zum Beispiel hier die Baby Browning an oder die Original Browning, das ist eine modern gearbeitete Pistole. Das ist einfach so. Die Revolver natürlich, das kennen wir aus diversen Western. Scheintotwaffen und ihre Scheintotpatronen. Ich kann jetzt gerade leider nicht lesen, was das sein soll, aber Scheintot, vielleicht waren das so Gaspatronen oder Platzpatronen? Ich würde mal versuchen, Platzpatronen dürfen das gewesen sein. Ne? Und dann wurde hier auch damals beliebig Munition verkauft. Also die Jugend von Waffenfernhalten war damals nicht so das Problem. Fotografische Apparate, ja, das sieht etwas anders aus als die heutigen Digitalkameras. Das ist keine Canon Ixus, aber es ist faszinierend, wenn man überlegt, wie viele Fotos damals gemacht wurden. Dann hier noch aus der Automobilpreisliste. Christbaumschmuck, das ist dann noch so eine Sonderabteilung. Und damals hat man wirklich auch fürs Auto tatsächlich noch diese, und das hieß noch Huppe, nicht Hupe, so Quetschhupen gehabt, wie man die heute nur noch am Fahrrad hat. Also ihr seht schon, das ist unfassbar interessant. Ich kann auch noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich habe es jetzt ein bisschen überrollert. Hier sieht man auch Bügeleisen. Ich habe es ein bisschen überrollert, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Nämlich ein Hauptaugenmerk dieses Katalogs waren auch die Fahrräder. Und da wollte ich mal kurz zu den Modellen, denn da kann man mein Argument von eben nochmal sehr schön sehen, nämlich die Ähnlichkeit der damaligen Fahrradmodelle zu den heutigen Fahrradmodellen. So, was haben wir hier? Schaut euch mal dieses Herrenrennrad an, oder dieses Herrenrennrad, oder schaut euch hier dieses Damenrad an und dieses Herrenrad. Ich meine, es ist natürlich nicht, oder das ist besonders schön, dass Deutschland Nummer 11, besonders starkes, unübertroffenes Geschäftsrad in solidster Bauart mit Gepäckträger. Ja, natürlich kann man heute sagen, das hat keinen Blechschutz oder man sagt, das hat keine Lampe dran oder so weiter. Aber die typische Diamantform des Rahmens,
das Größenverhältnis, die Speichen, der Sattel, das ist alles im Prinzip das Fahrrad, wie es sich in 100 Jahren nicht verändert hat. Ich finde das ungeheuer faszinierend. Hier sehen wir noch ein typischeres Beispiel im Grunde genommen, denn hier haben wir schon die Schutzbleche drum. Hier haben wir auch diese typische Form für die Damenräder, für den leichteren Einstieg. Das ist nach jedem Maßstab ein Fahrrad. Und ich würde glauben, würde man dieses Fahrrad sich heute liefern lassen und würde sich das zusammenschrauben, bin ich ziemlich sicher, dass sich das genauso fahren lassen würde wie ein heutiges Modell. Hier auch wieder noch andere Arminius-Tourenräder. Also mich fasziniert das. Und hier sieht man übrigens auch noch bildliche Darstellungen sämtlicher illustrierter Kataloge. Also die hatten dann noch Spezialkataloge für Musikinstrumente. Hier nochmal speziell für Fahrräder, für moderne Kameras. Und hier kann man auch sehen, das ist natürlich sehr schön, ihre Regionalableger hatten. Und das geht dann natürlich ganz weit rüber bis Ostpreußen, das geht runter bis Schlesien, das geht inklusive Luxemburg rein, da ist natürlich Elsass-Lothringen dabei, das Königreich Sachsen noch. Also damals war das vor dem Ersten Weltkrieg das Deutsche Reich ja noch etwas anders organisiert. Rasiermesser, Rasiersets, also insgesamt, ich habe das jetzt sehr lang gezogen, diese Geschichte, ich weiß, verzeiht mir das, aber ich bin selber so begeistert von diesem Katalog. Es ist was, den ich immer mal wieder aufschlage, in den ich immer mal wieder reinblätter und dann wieder denke, mein Gott, das ist ein Bilderhalter, der sieht ja auch aus wie heute. Oder dass ich da reingucke und sage, Mensch, sogar diesen oder jenen Gegenstand habe ich bei meinem Großvater mal gesehen. Und deswegen glaube ich, es lohnt sich immer mal, auch gerade nachdem heute immer mehr alte Bücher auch weggeschmissen werden, weil der Wert des Buches unheimlich nachgelassen hat, sich in Antiquarien oder auf Trödelmärkten oder so solche Sachen zu besorgen, um nochmal tatsächlich einen sehr direkten und auch nicht durch Fiktion oder Literatur geschönten Einblick in die, ich nenne es mal, Konsumwirklichkeit der Welt vor über 100 Jahren zu bekommen. Also ich fand es toll, aber morgen habe ich dann noch ein anderes Buch für euch.